PSN-Guthaben, neue PlayStation-Spiele, neue PC-Spiele, neue Games, neue Codes, alles Mögliche auf ineba.com. Meine Partnerseite seit über einem halben Jahr und ich kann euch nur sagen, so viele Leute, wie hier schon Geld gespart haben, es ist unglaublich. Ich selbst kaufe mit meinem Code Chappy selber meine Produkte, die ich für die PlayStation brauche, PSN-Guthaben und feiere es jedes Mal aufs Neue. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Die letzten Tage habe ich ganz, ganz viele gefragt, die gefragt haben, beziehungsweise... Hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Die letzten Tage haben sehr, sehr viele Leute gefragt, wie man für die Waffenmeister-Mission die Exekution machen kann. Die Exekutierung. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Die letzten Tage haben ganz viele Leute gefragt, wie man für die Waffenmission die Exekutierung machen kann. Das heißt, mit den einzelnen Operatoren, die wir haben. Wir haben ja im Prinzip zwei Fraktionen, das ist einmal D-Day und einmal Azur. Und zu diesen Fraktionen haben wir dann noch einzelne Untergruppierungen. Das sind tatsächlich richtige Gruppierungen, die wir in Europa, auf der Welt, in den Armeen haben. Also die SAS, das sind zum Beispiel Spezialkräfte der Briten. Warcom, das dürften wahrscheinlich Amerikaner sein, ich bin mir aber nicht 100% sicher. Kann auch sein, dass das Koreaner sind, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber vom Namen her vermute ich mal eher Amis. Dann haben wir die Demon Dogs, wo die herkommen, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ich bin mir da absolut nicht sicher, könnten auch Amis sein. Wir haben auf jeden Fall von jedem Operator die Möglichkeit zu sehen, dass er eine Exekution macht. Das heißt, er tötet einen Gegner von hinten. Das geht, wenn ihr hinter dem Gegner steht oder wenn er liegt und ihr über ihm liegt, beziehungsweise über ihm steht. Dann könnt ihr ihn auf eine besondere Art und Weise töten. Und jede Fraktion hat zu jedem einzelnen Operator eine andere Art, wie ihr das macht. Und wenn ihr dann hier beim Treuebund drauf guckt, dann habt ihr hier das gleiche. Die Spetsnaz, die Jackals und Chimera. Die Spetsnaz sind Russen, die Jackals, das kann ich gar nicht so genau sagen, könnte durchaus sein, dass das irgendwas Afrikanisches ist. Und Chimera haben wir dann noch, das ist so eine Mischgruppierung sozusagen. Wenn ihr die Mission habt, dass ihr jemanden für eine Waffenmeister-Mission exekutieren müsst, dann guckt euch genau das Video an, wie die alle aussehen und dann wisst ihr genau, was ihr machen müsst, wenn ihr bei dem Gegner dran steht. Ich möchte mich an dieser Stelle bei euch für die letzten Tage und den Support auf den Videos für Modern Warfare mehr als nur bedanken. Es ist mega cool. Wir haben innerhalb von 4 Tagen über 150 neue Subs dazu bekommen. Wirklich vielen, vielen Dank, Leute. Auch wenn das Spiel absolut viele Tiefen hat und nur wenige Höhen aktuell, werde ich euch weiterhin mit dem Content hiervon wirklich bereichern, hoffentlich. Und wir hoffen einfach, dass die Änderungen, die das Spiel unbedingt braucht, demnächst kommen. Das heißt, wenn euch das heutige Video am Ende gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst gerne ein neues Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Es hilft mir, es hilft dem Kanal. Und schreibt mal in die Kommentare, welcher von den Operatoren euer Lieblingsoperator ist, was diese Exekution angeht. Ich sag euch jetzt schon, ihr werdet es nachher sehen, die Dame hier, sie ist richtig übertrieben. Ihr werdet es sehen, ganz viel Spaß damit, ich bin raus, haut rein.